Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir die Bösen soweit besiegt. Wie sich dann aber allerdings rausstellte, war dies eine Falle und sie haben die Burg in Thalenberg eingenommen. Gleichzeitig haben sie auch das Burgfräulein in Gefangenschaft genommen und wir kommen da nicht wirklich rein. So, unsere Hauptaufgabe wird jetzt sein, uns da reinzuschleichen heute Nacht. Jetzt müssen wir aber einmal kurz gucken. Er sagte, wir sollten uns vielleicht nochmal umziehen. Das sollten wir vielleicht nochmal machen. So, gucken wir mal. Also... Thalenberg ist da, ne? Sagen wir mal hin. Also kurz gucken. So, wir gucken uns einmal kurz. Oh, warte mal, wir können uns ja. Wir können sogar hier noch was. Oh, wir können was Größeres machen. Okay, warte mal. Gucken. Abstufen. So. Das Leben ist hart. Der Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen mehrere Mal Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Mhm. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Frischluft nach dem Kerker, na, okay. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance ausreichend 2% höher. Du warst schon immer gelenkig und hast, okay, kann nicht, okay, Redekonzentration um 1 Punkt verringert. Deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies kostet jedoch auf Kosten deiner höheren Verfassung. Du hast stets, okay, Nacht und Nebel. Du ziehst es vor, dich in den Schatten aufzuhalten. Du erhältst einen Bonus von 2 Punkten auf Heimlichkeit zu 1 Punkt bei Stärke und Redekunst. Kann nicht mit, okay, Rolling. Du hältst einen Bonus auf 2 Punkte auf Stärke, aber einem... Auf Punkt, okay. Schönlinge, berüchtigt. Dorfheld. Erste Hilfe 3. Verbände sind 50 aktiver, dafür, dass du aus dem Dorf stammst, verstehst du? Was kann ich hier machen? Was soll ich hier machen, ist die Frage, ne? Wir machen einfach Erste Hilfe. Ist egal, so. So, dann haben wir hier aber noch mehr Sachen. Nein, geh doch mal rein! Huch. So. Also, wir haben ja hier noch die Stärke. Da können wir auch noch was machen. Habe ich lange nicht mehr gemacht, wie man sieht. Natürlich mein Fehler. Huckepack. Leichen oder Wurstlose zu tragen. Verbraucht kannst du zu dem Fall langsam zu tragen. Fest im Griff. Okay. Mit viel Schwung. Dann einfach versuchen, mehr Schaden. Verbrauchen aber 10% mehr. Das ist doof. Packesel. Du kannst 20 Pfund mehr als sonst tragen. Finde ich super. Ich darf noch was auswählen hier, ne? Packesel 3. Finde ich auch gut. Oh, ich kann noch mehr tragen. Dass du einen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Okay, Agilität. Leichtfüßiger Kämpfer. Du kannst im Kampf zur Seite springen. Wenn du fällst, erleist du dir Kräfte sparen. Angriff. Dein Angriff verbraucht das wegen Ausdauer. Versuchen aber etwas weniger Schaden. Geht nur für Waffen, die auf. Okay. Leichte Rüstung. Wenn du keine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf mit einem leichten Angriff auszuweichen. Vitalität. Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Marathonlauf. Du spurst 20% langsamer, brauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer und kannst damit länger spurten. Du spurst immer schneller. Okay. Okay. Robuster Magen. Sobald deine Gesundheit auf dem Minus fällt, wirst du zum Berserker. Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, sind dein Angriff für eine Weile wirkungsvoller und deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Das klingt doch gut. Was haben wir noch so da? Redekunst. Wenn ein Falscher, okay. Empathie, in Gesprächen siehst du die Werte des Fähigkeiten deines Gegners, okay. Mindesänger, wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf. Silberzunge beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Falschen. Das finde ich gut. Dann haben wir auch nochmal. Dickes Blut haben wir. Da weiß ich auch nicht. Geh erstmal ein weiter. Kampf. Je mehr dein Schwert beschädigt ist, desto größer ist die Chance, deinen Gegner mit einem Treffer zu vergiften. Okay. Raserei. Je schwerer du verwundet bist, desto. Okay. Sadist. Wenn du bei deinem Gegner eine blutende Wunde verursachst, erhältst du. Auf 1 Punkt auf Stärke, okay. Machen wir hier. Rostige Klinge. Vergiften klingt immer gut. Bei der Verteidigung. Du hast gelernt, das haben wir schon. Deine Angriffe zu blocken kosten dann gerne 15% mehr Ausdauer. Deine Rüstung ist in Dialogen 30% furchterregender als üblich. Mach das hier. Kommt noch mehr? Mit der Axt.
Okay, Axt haben wir ja nicht. Schwert aber. Doppelstich. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen, zustechen. Bring die Spitze nach einer Reihe von schnellen Stößen nach vorne und schieb die zwei Schnellstiche zur Seite, um dann die ungeschützte Brust anzugreifen. Zwinge den Gegner mit schnellen Angriffen in die Defensive. Täusche, okay. Handgelenk. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen, zustechen. Machen das hier. Das ist auch gut. Gut. Fertigkeiten. Beim Lesen sind wir ein bisschen besser geworden. Oh, hier. Bom. Und da, Taschendiebstahl. Guter Riecher, wenn du Leichen plünderst, findest du mehr Münzen. Ja. Na gut, ein bisschen was müssen wir hier machen. Vitalität, da können wir noch irgendwas machen. Ich blitze irgendwas ein hier. Da, so. Alles weg. Gut. Und trotzdem brauchen wir, jetzt haben wir gar nicht auf die Quest geguckt, ne? Trotzdem brauchen wir. Okay, ich bereite mich jetzt auf den Erklärung. Am eigenen wäre leichte, dunkle Kleidung, um so unauffällig möglich zu sein. Sobald ich brenne, muss ich mich bei Hauptmann Robert melden. Okay, ich muss Marco von Arnold finden. Und okay, dann müssen wir jetzt nochmal Klamotten herbekommen. Wo kriegen wir die denn her? Also wo können wir die am besten finden? Ist ja die Frage. Da in Thallenberg. Das ist Händler. Hat er sowas, ist die Frage, ne? Wir sind hier oben. Begib dich überhaupt mal Rose, weil du bereit bist. Das Problem ist ja, dass es hier gar nichts anderes gibt, wo ich was machen kann hier. Ich muss da wenden zu einem großen Dorf, wo ich auch viel kaufen kann. Hier wie in Sasau zum Beispiel. Da gibt es ja auf jeden Fall Händler. Da beim Schneider vielleicht. Ich glaube, wir müssen da mal hinreisen. Kann man das machen, ohne dass wir irgendwas verpassen? Wir machen das einfach mal. Und dann werden wir uns den anderen anschließen. Aber so ein cooles, irgendwie was cooles, schwarz gekleidet, das wäre schon ziemlich geil, finde ich. Hoffentlich werden wir jetzt nicht überfallen, das wäre jetzt noch blöd. Dauert immer ein bisschen lange alles. Mich nervt so ein bisschen das Reisen, gebe ich zu. Langweilig. Aber können wir nichts gegen machen, so ist es leider. So, auf jeden Fall können wir auch richtig viel tragen, fällt mir gerade ein. Was ja auch sehr wichtig ist. Och, und regnen tut es natürlich auch hier, ne? Gibt's auch gar nicht. So, da ist der Schneider. Den setzen wir kurz den Marker hin. Okay, bin ich auch vorbeigelaufen. Ich dachte, da ist es auch. Vor allem, bevor das hier das dicht macht. Hallo, Herr Schneider. Ja, rein spaziert, wenn es kein Schneider ist. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich hoffe auch. Lass uns handeln. Gott über dich warten. Was werden wir dafür haben? 113. Ich kann nicht so einen alten Kleid rumlaufen da. Schwarze Puppen.
Kaufe ich. Kaufe ich auch kurz. Das geht nicht. Okay, kaufen wir den Kram, ne? Falsch, ich nicht groß. So, pass mal auf. Kurz raus hier. Nehmen Sie Körperrüstung ein bisschen runter. Dafür sind Sie aber weniger sichtbar bei dem anderen. Natürlich schlecht. Damit. Okay. Ich glaube, wir können es auch anders schaffen. Aber lass uns, wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns auch gleich nochmal zum Rüstmeister gehen. Der ist auch hier irgendwo. Weiß nicht mehr genau, wo das ist, aber ich glaube da unten, ne? Warte mal. Da hinten, ne? Waffenschmied. Und Schmied, da müssen wir mal hin. Müssen auch schnell hinlaufen. Ist ja nicht so weit. Den Händler? Gehen wir mal kurz zum Händler rein. Ich kann dir jetzt auch noch was anbieten. Hallo. Bist du so ein Händler oder bist du ein richtiger Händler? Was hast du denn so am Angebot? Zu deinen Diensten, Herr. Lebe wohl. So, vielleicht verkaufen wir was hier noch. Obwohl, wir brauchen nicht verkaufen. Wir können da sau viel schleppen. Ja, richtig geil, was das angeht. Aber nicht. Was hast du denn hier so? Hier ein Gegenmittel ist immer gut. Aber da schneiden wir beide. Ringeblumenaufkurs nehme ich alle 5. Kann ich was zu essen noch mitnehmen? Hier haben wir Brötchen. Brezel. Ah, ist gut. Das ist doch gut. Was ist denn noch hier? Die Speisen des Herkules. Verbände nehmen wir noch mit. Brauchst du alles gar nicht. Nein. Kaufen. Ja, ich handle. Ich denke sie auch. Was für ein cooler Typ. Das bin ich. Was geht? Okay, ja, ich will auch gar nicht schnell reisen. Ich will laufen. So. Das ist der Schmied. Lauf jetzt mal hin. Der kann uns auf jeden Fall helfen. Das ist nicht der Schmied. Wer ist das denn hier? Hey, wer ist da? Ja, hallo. Ich bin der Bürger. Der Bürger Lars Dietrich. Komm, ich denke so durch. Ich muss da doch alles rumgehen. Hier oben hoch einfach. Es regnet schon wieder. Also was ist denn das für ein Sauwetter hier in Sauber? Oder? Das finden wir nicht schön. So, erstmal zum Waffenschmied, der soll unsere Sachen reparieren, alle. Auch richtig viel Kohle bekommen jetzt zum Ende hin, ne? Komischerweise. Ja. Ja, geh weg, du Töle. Das geht ja rund. Hallöchen. Hier drin? Ja. Ja, ich wollte nicht mit Waffenschmied reden, nicht mit dir. Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, danke. Gott behüt dich. So. Der Dolch scheint sehr cool zu sein. Guck, ich könnte auf der anderen Seite einen Dolch haben. Duellklinge. Soll ich mir die kaufen?
Der Schnitter. Ich glaube, mit dem Duellklinge nicht mal mit. Aber ein bisschen Geld habe ich ja. Oder? Das sieht doch ganz gut aus. Ja, ich war immer falsch mit ihr. Reden wir über den Preis. Gern. Ja. Also, du willst fast 1000 haben. Finde ich ein bisschen viel. Ich zahle dir 850. Ist das genug? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. 890. In Ordnung. Sogar. Danke. So, nein, ich werde das Pferd nicht haben. Ich wollte einmal kurz gucken. So, dann gehen wir zu den Waffen. Duellklinge, die setzen wir direkt ein. Das Händerschwert verkaufen wir dann halt wieder hier bei ihr, oder? Komm her, rede mit mir. Yes. Lass uns handeln. Mach's gut. Du hast verkauft, und zwar das Händlerschwert. Einfach. Gut, gehen wir da raus. So, da drüben war ja noch ein Schmied. Den müssen wir auch nochmal aufsuchen, denn der müsste uns doch hier... Ist er der Schmied? Oder ist er der... Waffenschmied Winkel, genau. Gut, der kann uns so Sachen reparieren. Zu deinen Diensten. Falls wir irgendwas mal reparieren haben. Okay. Gut, der hat das repariert. Jetzt müssen wir einen anderen Schmied, den normalen Schmied noch finden. Der war... Ja, muss hier drüben sein. Okay. Mein Gott, ich habe echt eine Orientierung wie so ein Goldfisch hier, echt. Er säuft den Fisch, sprich ihm den Hals, wirf ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Hallöchen. Es ehrt mich, dass ein Ritt... Jo, mich auch. Reparieren. Alles Gute. Ach, kann er gar nicht, okay. Und gut aus. So, jetzt sind wir bereit. Ab zum Haiopai. Dann müssen wir wieder machen mit Schnellreise, ne? Das andere dauert zu lange. Müssen wir wahrscheinlich erstmal hier nach. Wo ist denn jetzt dieser blöde? Da. Also dieses Kreuz, das sieht man so gut wie gar nicht, oder? Reisen wir schnell, reise hin. Los geht's. Und dann geht's ins Gefecht, würde ich sagen, gleich. Haben jetzt nicht die dunkelsten Sachen gefunden. Alter, ich muss echt lernen, langsamer zu reden. Aber naja. Mal sehen. Irgendwas kein Überfall, ist schon mal gut. Jetzt können wir uns, glaube ich, gleich da oben nochmal hinlegen zum Pennen. Oder? Wir müssen ja erst Bescheid sagen, wenn wir bereit sind. Das sind wir ja anscheinend noch nicht. Also von daher kann es uns ja egal sein. Da. Super wild. Wir müssen jetzt da hin. Ja. Aber das kannst du ja auch nicht weg sein.
einfach springen. Wow. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, ich auch. Aber vielleicht sollten wir uns erstmal schlafen legen nochmal. Es pennt hier überall einer drin, das gibt's ja wohl nicht. Unsere Ausdauer ist ja noch nicht ganz da. Kann nicht schlafen. Echt, da schläft jetzt jeder überall. Schläft so ein Penner? Schläft hier einer? Ja, wo ist denn mal ein kleines Ding aus dem Topf hier? So. Schicht ist vorbei. Hm. Nun gut. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Das ist die Frage, ne? Noch einer liegt hier. Da können wir uns nicht reinlegen, ne? Das ist übel. Es liegt hier aber nichts anderes, wo wir hin können, glaube ich. Das ist irgendwie eine Truhe. Sollen wir Sachen reinlegen wahrscheinlich, ne? Nun gut. Wisst ihr was? Dann legen wir es drauf. Machen wir es einfach. Herr Robert, wir reden mit dir. Übung? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ich will nicht, dass du in Plattenrüstung einen Radau veranstaltest. Okay. Ich mache bereit. Natürlich. Ich mache. Dann können wir da die Kisten packen wahrscheinlich, ne? Da, wo die Kiste gerade war. Ja, okay, dann packen wir es da rein. Achso, warte. Rüstung, also packen wir. Das müssen wir erstmal ab, müssen wir mal ablegen, wenn ich weiß, was es ist überhaupt. Also wir brauchen. Den nehmen wir ab. Das nehmen wir auch ab. Auch ab. Auch weg. Auch weg. Die sächsischen Handschuhe fallen auch weg. Das müsste alles gewesen sein, oder? Viel mehr kann ich nicht abnehmen, dann hätte ich ja auf einmal keine Waffen mehr. So, gehen wir mal zu ihm. Das sollte doch okay sein für ihn. Ich bin bereit. Sicher? Du solltest leichte, dunkle Kleidung tragen. Lass alles hier, was du nicht brauchst. Ja. Ja, ich bin bereit. Lebe wohl. Okay. Machen wir trotzdem mal so. Bin gespannt. Wenn irgendjemand Zweifel hat, so hat er jetzt die Gelegenheit zu sprechen. Nun gut. Ich hoffe, ihr wisst alle, was wir zu tun haben. Wir müssen die Geiseln befreien, um Toss seines Vorteils zu berauben. Sie werden sicher irgendwo sein, wo sie bewacht werden können und trotzdem von den Truppen getrennt sind. Und wo könnte das sein? Wir hielten unsere Gefangenen stets im Haus auf dem Vorplatz bei den Ställen. Was, wenn sie im Turm sind oder irgendwo anders? Dann werden wir uns zum Tor begeben und es öffnen müssen. Das braucht Zeit und erregt Aufmerksamkeit, weshalb wir es nur tun sollten, wenn wir genau wissen, wie die Dinge stehen. Und wenn sie Alarm schlagen, bevor wir etwas tun können, machen wir uns sofort aus dem Staub. Verstanden? Und die Geiseln? Besser ein paar Geiseln als ein Berg aus Leichen. Herr Capon, bist du sicher, dass du an dieser Sache teilnehmen willst? Ja. Es kann ja nicht schwieriger sein, als sich jede Nacht aus der oberen Burg Ratais hinaus und wieder hineinzuschleichen. Außerdem, wer hält diesen Hitzkopf sonst davon ab, einen Aufruhr zu veranstalten? Nun, dann zeig, was du kannst, Herr. Möge Gott unsere Schritte leiten. Ich bin gespannt. Ich bin geladen, Action geladen. Los. Spannende Geschichten und wir sind die Angeschmierten.
Haben wir schön lange Leiter. Wir gehen vor und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Worauf warten Sie denn? Schnell, perplex nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und warte auf das Licht auf den Zinn. Okay. Scheiß aufs Warten. Ich erklimme die Mauer. Was? Warum macht er das? Gehen alle hoch? Na super. Ich bin der Einzige, der nicht hochgeht, oder was? Das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Ja, ich erklimme jetzt auch die Mauer. Macht es mal ein bisschen heller für euch hier, weil es wirklich sehr dunkel ist. So. Los geht's. Gehen wir mal da hoch. Zieh seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Erlege die Wachen beim Tor. Was mache ich denn da? Ziehe ich das Messer? Scheiße. Sie haben Alarm geschlagen. Wie sollte ich die denn... Wie soll ich die denn... Wie soll ich die denn umhauen? Dafür bringe ich dich um. Macht keinen Sinn. Also, Spielladen. Ja. Also, die Frage, wie wir die ausschalten sollen. Umhauen bringt ja anscheinend nichts. Muss ich ihn direkt killen? Heilige Maria. Kein Plan, das ist noch testen nochmal. Das ist eine lange Leiter, oder? Ich habe auch keine coolen Sachen mit. Könnte ich einen Bogen benutzen gleich. Warte mal, wir machen mal den da hin und wir nehmen Spitzpfeil. Haben wir schon, okay. Wir gucken mal. Wir gehen vor und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Worauf warten Sie denn? Schnell, verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinn. Scheiß aufs Warten. Ich erklimme die Mauer. Oh. Ich glaube, ich speichere gleich direkt oben einmal. Ich verstehe noch nicht, wie ich die umhauen soll gleich. Aber ich speichere trotzdem einmal, damit das nicht nochmal alles gemacht werden muss da. Das Warten hat auch keinen Bock.
seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heiner, ich mach das. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Okay, warte, machen wir. Aber ich muss einmal nur hier... Speichern einmal vor. Ich kann den Ritterschnaps gar nicht benutzen. Okay. Warte, wenn wir hier hingehen vielleicht. Ich kann dich nicht benutzen hier. Mann, das ist ja blöd. Was machen wir jetzt? Für sie für unser Dings erstmal. Das ist echt schwierig gerade, weil ich nicht weiß, wie ich den killen soll. Das sind da zwei. Wenn ich rangehe, bringt uns das ja nichts, ne? Warte, ich guck mal kurz, ob da irgendwas steht bei der Quest. Was ist hier noch drin? Bei der Stärke kommt noch was rum. Aber trotzdem, ja, Heimlichkeit haben wir auch was bekommen. Mal kurz. Umhauen, das haben wir doch schon. Er hat uns die Leute aus einer geduckten Stellung heraus umzuhauen. Ich kann es gerne speichern vorher einmal. Das geht ja nicht. Oh, da ist noch einer. Zurück. Körper fallen lassen. Okay, so geht's auch. Gut. Ich schmeiß mal kurz hier den. Ruhig. Wir sind fast da. Wir dürfen das jetzt so kurz vom Ziel nicht versauen. Können wir noch nicht speichern. Vorsicht. Alle Türen führen zum Vorplatz. Wenn auch nur einer von ihnen pissen geht, wird er uns sehen. Okay. Gehen wir leise hinter ihm her.
früher hin? Okay, ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Leg deinen Arsch, verdammt! Geduld! Er ist am Zug! Da oben ist auch einer. Gleich geht's los. Kommt noch einer. Hey, wird uns doch gleich sehen hier. Schleimer hier mir her. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Leute umhauen sollte oder nicht. Ich habe es noch nicht gemacht. Ist der hier? Was soll ich denn machen? Heilige Maria! Wir reden kurz mit ihm. Wo ist Herr Ratzig und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Alles Gute. Kann ich noch nicht speichern. Okay. Na? Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Ich sagte bereits, ich gehe nicht ohne die Geiseln. Wenn du den starkköpfigen Esel spielen willst, nur zu. Du könntest doch gleich nach deinem Schwert suchen, wenn du schon dabei bist. Du machst schließlich keine halben Sachen. Spar dir deine Reden. Hilfst du mir oder nicht? Wenn du dich umbringen willst, bitte. Tu dir keinen Zwang an. Aber bevor du das tust, gib uns Zeit zu verschwinden. Okay, was machen wir Komm, jetzt? Komm, verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Oh. Jetzt muss ich ja noch fliehen. Oh, verflucht. Ich muss ihn herausschaffen, sofort. Hey, ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Das ist nicht gerade komfortabel. Könntest du vorsichtiger sein? Mein Arsch bringt mich um. Wenn du dich nicht sputest, stechen sie dir direkt unter meiner Nase in den Rücken. Schneller! Da sind sie! Schneller! Hä? Wo soll ich denn hinbringen, ist die Frage, ne? Rasch! Sie sind uns auf den Fersen. Also dir. Sie sind vor mir. Und ich kann nichts dagegen tun. Lauf um Himmels Willen und rüttle... Okay, wir sind bis hierher gekommen. Das ist schon mal gut. Neue Stufe erreicht. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod.
So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Okay, konnten wir wahrscheinlich nicht schaffen. Naja, was soll's. Jetzt kommt die Belagerung. Da ploppt mal das ganze Dorf auf. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich, habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias, du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr. Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir aber langsam mal das da hinbekommen. Zieht sich ein bisschen hier, ne? Soll ich mir meine Sachen erstmal wieder holen? Hat das nicht Sinn? Häng ich hier irgendwo fest, ey? Das gibt's doch gar nicht. Alter. Alter Verwalter. Pennen hier alle. Die pennen hier alle. Na gut, aber wir müssen ja irgendwo, wo war denn das? Wo ist denn jetzt die Kiste hin? Wo ist das ein anderes Lager hier? Weil mir fehlt das doch jetzt alles, oder bin ich verkehrt? Huch. Oh ne, fällt uns gerade ein. Stimmt ja gar nicht, weil wir alles noch hier. Müssen wir wieder anziehen. So, sieht gleich wieder besser aus. Okay, dann lass uns mal den Leuten helfen. Thalenberg, sprich mit Hauptmann Robert. Wo ist denn der schon wieder hin? Da ist er. Kannst du nicht rüpfen? Hallöchen. Herr Robert, ich hab gehört, das Problem. Was soll ich machen? Spitz die Ohren. Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit. Und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären.
Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stinkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete. Darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt, wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Okay. Benötigst du bei irgendwas? Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt. Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Okay. Wie überwinden wir das Tor? Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ishtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Gut. Ich gehe jetzt. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranik verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. So. Mach's gut. Also wir haben ordentlich Aufgaben. Die machen wir jetzt einfach mal. Gucken wir auf die Karte. Was ist? Sprich mit Meister Pfeiffer, das machen wir gleich. Und dann müssen wir hier so... Oh, nee, hinten sind schon die Köhler, ne? Ah, Mist. Na gut, fragen wir erstmal Pfeiffer, Mr. Pfeiffer fragen. Der muss ja hier irgendwo rumgammeln. Da oben ist er. Er sieht ja auch aus, aber gar nichts kann. Ich habe hier einen Stein und ich weiß nicht genau. Gott segne dich. Das betrübt dich. Ja, mich bestimmt nichts. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Thalmbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät? Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie? Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sarsau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Tribok doch noch. Gott behüte dich. Gut. Karte gucken.
Das hier unten ist eher... Ja, okay. Das machen wir. Suchen wir diesen Typen da. Würde ich sagen. Das ist der zwar am weitesten weg, aber dafür kommen wir da vielleicht auch... dauert nicht ganz so lange, den aufzusuchen. Oder beziehungsweise dauert es länger, den aufzusuchen. Und wenn wir den erstmal haben, ist das, was am weitesten weg ist, erstmal weg. Und dann reißen wir die Sachen rundherum um Talberg ab. Und ja, versuchen dann da unsere Sachen zu bekommen, die wir brauchen. Bin gespannt. Diese Reisen, ne? Das könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Das sage ich jedes Mal, ich weiß. Aber das ist wirklich nervig. Was hindert denn den Spieler daran, das einfach schneller zu machen, wisst ihr? Schneller, dann kann man unten die Zeit ja auch schneller laufen lassen. Das ist ja nun überhaupt nicht so das Problem. Und das hier ist wirklich nervig. Also, gerade weil man mal irgendwas machen will, ne? Zieht sich das alles so in so lang. Das macht eigentlich keinen Bock. So, suchen wir diesen Käsig. Konrad. Tja, müssen wir wohl erstmal mit ein paar Leuten reden hier, wa? Wo der hier ist, wissen wir ja nicht. Um diese Uhrzeit ist wahrscheinlich gar keiner hier gerade. Ah, doch, da. Da fragen wir mal, ob die was wissen. Wartet doch mal da, ihr Heintjes. Echt, da? Wer ist er? Oh, ein Müller. Vielleicht weiß er was. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Weißt du zufällig, wo ich Konrad Kieser finden kann? Aber sicher. Er ist bei unserem Kustos untergebracht. Im großen Haus bei den Klostergärten. Perfekt. Lebe wohl. Warum immer in die gegengesetzte Richtung, wo man ist, ne? Na gut. Okay, müssen wir vielleicht ins Kloster rein wahrscheinlich, ne? Kann ich aber hochgehen? Da rein vielleicht? Durch den Hintereingang hier? Nein, die kennen die mich wieder vom Kloster? Man weiß es nicht. Okay. Da nicht. Gucken wir kurz auf die Karte nochmal. Klostergärten sind ja da hinten, ne? Wir müssen, glaube ich... Nö, warte mal. Das können wir doch auch... anders regeln. Pass mal auf. Komm mal her. Pebbles. Reiten wir direkt hier oben längs. Oder nicht? Ich glaube ja. Ja! So. Dann hier längs. Kommt doch da hinten rein. Und dann direkt zu den Klostergärten gehen, statt hier. Durch das ganze Kloster zu wandern, oder? Hier muss es ja irgendwo sein. Das Haus da hinten vielleicht? Ich würde sagen, das ist es. Komm schon, was soll das bitte werden? Ich will kurz mit dir reden. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja. Finde ich hier Konrad Kieser? Jawohl, den weltberühmten Konrad Kieser. Ich muss mit ihm sprechen. Ach ja, weswegen denn? Tobias Pfeiffer schickt mich. Er möchte Meister Konrad bei der Belagerung Talmbergs um Hilfe bitten. Dann muss es wichtig sein. Geh nur, wenngleich ich nicht weiß, wie er von hier aus helfen soll. Da ist der Schlüssel. Ach Quatsch. Danke. Alles Gute. Ist die Frage, wo er ist, ne? Nirgendwo? Ah, okay. Tritt ein. Musik.
bei Joshuas Posaunen hast du mich erschreckt. Was tritt eingesagt? Ich dachte erst, du wärst Urban. Was kann ich für dich tun? Tobias Pfeiffer, der Bergbaukonstrukteur aus Galitz, richtet seine Grüße aus, Herr. Pfeiffer? Tobias Pfeiffer? Ich habe von ihm gehört. Er erfand eine interessante Bergbauvorrichtung. Was benötigt er? Herr, ist dir zu Ohren gekommen, was sich in Thalmberg abspielt? Ich habe ein, zwei Dinge gehört. Wurde die Burg wirklich eingenommen? Ja, und wir wollen sie zurückerobern. Meister Pfeiffer wurde mit dem Bau eines Triboks betraut, aber er ist sich nicht sicher, ob es ihm gelingt. Das bezweifle ich auch. Belagerungswaffen sind ein völlig anderes Paar Schuhe als der Bergbau. Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigismunds Heiden herabregnen lassen. Doch mit Feder und Tinte wird das nichts. Und zurzeit kann ich hier nicht weg. Warum nicht? Warum kannst du nicht weg? Das ist eine lange Geschichte. Ich äußerte mich ein wenig, sehr kritisch, über Sigismunds Bemühungen in Nikopolis. Nicht sonderlich überraschend, dass er nach unserer Niederlage meine Kritik nicht sonderlich schätzte. Und als er den König entführte, fühlte ich mich in Prag nicht mehr sicher. Also verließ ich die Stadt. Vielleicht ist verließ das falsche Wort. Manche würden sagen, ich wurde verbannt. Jedenfalls begab ich mich zur Burg Bettlern. Wurdest du dort eingesperrt? Nicht ganz. Es ist eine königliche Burg. Ich wurde mir selbst überlassen. Offen gestanden ist diese sogenannte Verbannung ein Segen. Ich kann mich in aller Ruhe meinem Werk widmen und habe ein paar fähige Assistenten. Wenngleich ich aufgrund all der Unruhen ein paar meiner Gönner verloren habe. Und weshalb bist du hier in Sasau? Ehrlich gesagt, brauche ich Geld. Geld, Herr? Du siehst nicht, wie jemand aus der Not leidet. Gott bewahre, nein. Ich muss mich nicht selbst erhalten. Ich will damit mein Werk finanzieren. Deshalb willigte ich ein, beim Bau des Klosters zu helfen. Ich kann, wie du siehst, nicht einfach gehen. Und wenn ich dir helfe, wegzukommen? Wer sagt, dass ich das möchte? Aber du sagtest, du könntest nicht weg, Herr. Junger Mann, ich kann nicht weg, weil ich mein Wort gab, beim Bau dieses Klosters zu helfen. Und mein Wort gilt. Ich habe nicht die Absicht, mich wie ein Verbrecher davon zu stehlen. Okay, für wen arbeitest du denn? Wem bist du hier unterstellt? Ich habe mit dem Abt persönlich einen Vertrag. Doch meine Arbeit bespreche ich mit Karel, dem Baumeister des Klosters. Könnte ich dem Baumeister keine Abfindung für dich zahlen? Das bezweifle ich. Ihn interessiert nur der Bau. Solange er genügend Geld hat, um die Handwerker zu bezahlen, hat er alles, was er braucht. Solange er genug hat, sie zu bezahlen, sagst du? Ja, worauf willst du hinaus? Könnte man Karel nicht irgendwie überreden? Immerhin steht die Verteidigung der Provinz auf dem Spiel. Dessen bin ich mir gewahr. Doch das Sasauer Kloster war stets neutral. Außerdem ist der Abt zurzeit nicht hier und ohne sein Einverständnis wird Karel nicht mit sich reden lassen. Aber ich hätte da eine andere Idee. Na? Was schlägst du vor? Karel erhielt seinen Auftrag schriftlich. Wenn du ihn findest, könnten wir... Nun, wir könnten das Siegel und die Unterschrift des Abtes für unser Dokument kopieren. Eine ziemlich außergewöhnliche Idee. Mein Erfindergeist hat viele Facetten. Ich könnte noch vor dem Abt zurück sein. Er würde also nicht einmal bemerken, dass ich fort war. Wie bekomme ich den Auftrag, den Auftrag in die Finger? Er müsste in seiner Kammer sein. Du musst ihn schnell holen und zurücklegen, bevor er es bemerkt. Ich empfehle dir, bis zum Abend zu warten. Gewöhnlich geht Karel dann in die Schenke, um zu würfeln. Er schätzt seine Würfel sehr. Vielleicht könntest du das zu deinem Vorteil nutzen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du kannst nicht wirklich gleich mitkommen? Du kannst wirklich nicht gleich mitkommen? Verflixt! Zu gerne würde ich ein paar Felsen auf Sigis... Hör zu, ich will keinen Ärger.
Okay, also, wir müssen das irgendwie anders machen, als geplant, weil klar, es nicht so einfach ist. Schon, wie sie einfach mitgekommen wäre. Bis zum Abend warten steht da, das können wir ja machen. Aber das machen wir beim nächsten Mal, denn für heute ist schon wieder Schluss. Ging schon wieder schnell die Zeit. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.